Wir sind hier bei Anni Karlsson, direkt im Wohnzimmer quasi, nebenan von der Küche, die den Friends und Followern schon bekannt ist, und dürfen uns mal wirklich live und in Farbe die Produktion und den gesamten Betrieb anschauen und kriegen alles ein bisschen erklärt, was wunderbar spannend ist. Anni Karlsson steht für Prinz, Farbe und Seide. Das sind so unsere drei USPs, die absoluten Wiedererkennungseffekt haben seit über 11 Jahren. Ja, es war absoluter Lockdown, es war Ausgangssperre. Wir konnten die ja nicht verkaufen, wir konnten keine Kollektionsverkäufe machen. Und wir sind untergegangen. Und dann habe ich gesagt, so, was mache ich denn auch mit den ganzen hochwertigen Seidenkleidern, ja, mit den Mustern, was mache ich denn damit? Und dann sagte irgendjemand, verkauf die doch über Instagram. Ich so, ich stelle mich da jetzt nicht hin. Das finde ich so beeindruckend, dass man sich nicht dann bequem zurücksetzt und abwartet, dass die Pandemie vorbeigeht und man wieder da weitermacht, wo man vorher aufgehört hat, sondern schaut, wohin kann es gehen, was können wir jetzt ausprobieren und wie erreichen wir unsere Freunde, Friends, Follower. Ich habe da wirklich an so einem Abend 200 Teile immer in die Kamera gehalten. Ne? Das war das erste Mal in der Pandemie, dass ich nach über einem Jahr Geld verdient habe mit Anni Karlsson. Daraus ist halt dieses Format dann entstanden, Annis Fashion Kitchen, wo wir dann heute dann auch unsere nachhaltigen Produkte präsentieren. Wir haben eine Näherin eingestellt, Doris, die unsere ganzen Leftover Fabrics verbraucht und da große Tücher rausnäht und jetzt gerade tolle Wickelröcke, wirklich sehr besonders. Und die sind halt hier gefertigt in Hamburg. Anni for Friends ist ja ein Baby, das ist ja sozusagen entstanden aufgrund von Anni Karlsson. Anni Karlsson ist das hochwertige Produkt. Anni for Friends ist etwas kommerzieller. Und Anni for Friends ist eine Marke, die exklusiv auf QVC vertrieben wird, also Teleshopping. Teleshopping, was immer wahnsinnig unterschätzt wird. Das ist halt auch zum Beispiel ein grandioser Weg oder eine Möglichkeit für den Designer, seinem Kunden direkt zu erklären, was habe ich mir dabei gedacht. Das Teleshopping hat mich definitiv durch die Pandemie gebracht. Von daher ist es immer gut, wenn man auf zwei Füßen steht. Kontakte zu kreativen Personen habe ich in der Tat selten. Wir machen ja Vertriebsrecht für wirklich alle Branchen. Von der kleinen Boutique, die Telefonverträge an der Ecke vermittelt, über Tankstellen bis zum großen Futtermittelkonzern, der einfach nur in alle Länder der Welt verkauft.